ganz herzlich mal wieder zu einem neuen Vlog. Heute ist Montag und heute werde ich euch wieder ein bisschen durch den Tag mitnehmen. Ich glaube, der letzte Vlog, der war am Donnerstag, oder? Wo wir einkaufen waren im Donauzentrum. Ja. Und danach waren wir im Family Park. Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben das wahrscheinlich ein bisschen miterlebt. Wir waren dort in so einem Freizeitpark. Also Österreichs größter Freizeitpark. Wirklich wunderschön. Und Samstag war ich mit meiner Freundin was essen in Wien und am Sonntag haben wir nichts gemacht. Das war gestern. Und gestern ging es mir leider nicht so gut am Abend. Ich habe gestern am Abend ein Gericht gegessen, so ein Reisgericht mit Garnelen. Vertrage ich super gut normalerweise. Hallo Mama. Hallo Baby. Come on. Hey, das ist Wishy. Die Luisa hat ganz, ganz krasse Locken, weil die Luisa schwitzt. Ist so heiß. Und da werden die Locken noch betonter. Auf jeden Fall habe ich gestern da was gegessen, was ich echt nicht so gut vertragen habe. Und also, weil der Papa hat nämlich, der hat mir das gekocht und er hat dann noch drüber so ein paar, gib her, noch so ein paar Paprikastückchen reingetan und ich vertrage überhaupt keine Paprika, das hat der Papa irgendwie vergessen. Und ja, dann war mir wirklich so schlecht. Ist es dann auch später wieder rausgekommen, das war halt nicht so angenehm. Aber heute geht es mir besser und ein Stück für meinen Nagel. Ich mache mir nämlich gerade meinen Shellack ab. Da ist nämlich heute der Daumen runtergeflogen und ich mache mir jetzt gerade alle hier runter. Sieht man das? Ja, das hat nicht so schön, das ist nicht so schön abgegangen. Wäre eigentlich noch nicht so weit rausgewachsen, aber da ich ja einen verloren habe, wollte ich die jetzt alle abmachen und neu lackieren. Ich habe mir dann nämlich voll schöne Farben gekauft bei Amazon. Richtig, ich weiß nicht, so richtig, richtig schöne pastellige Farben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Nein. Das sind jetzt nur so einfach nur so schwarze Dinger. Aber ich kann euch ja ein Foto einblenden, welche Farben ich bestellt habe. Und 2, 4, 6 Stück. Der Papa ist tauschen, ja. Und ich habe jetzt dann auch gleich einen Termin für Wimpern. Und ich versuche mir jetzt schnell vor dem Termin noch, wie gesagt, alle Dinge da abzumachen. Ich muss aber noch was holen. Moment. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Also. Ich habe da so eine Nagelhautschieber. Das ist nur die Verpackung. Und ich verwende Alessandro. Dings, wie heißt das? Alessandro Peel-Off. Nein, nein, das ist nicht für dich, Schatzi. Und das ist mein Aktivator. Sprich. Ja, das ist nicht. Auf jeden Fall mache ich dann das auf alle drauf. Lass das dann so einwirken. Und dieser Aktivator lässt die Nägel dann gut ab, also den Shellack gut runterkommen. Wie ihr seht, bin ich im Auto. Ich habe Shellack super runtergebracht und mehr ging sich leider nicht aus, weil wir müssen jetzt schon losfahren. Der Papa, der fährt mich hin, weil der muss dann auch noch ein bisschen Leergut und so wegbringen. Und ich mache mir meine Wimpern. Ich freue mich sehr darüber. Und es ist ein super heißer Tag. Oh mein Gott, ich glaube, es hat heute wieder so um die 34 Grad. Das ist so überhaupt nicht meine Temperatur aktuell, weil ja. In der Schwangerschaft ist das ein bisschen. Und ich habe meine alte, also ich habe so eine Idilo Sweden Hülle, so eine Tasche, die habe ich noch nie verwendet und ich finde die so cool. Da habe ich hier mein Handy drin. Das ist so magnetisch, kann ich das einfach so abmachen und mein Handy dann nutzen, voll cool. Und dann habe ich hier Führerschein und Bankomatkarte, mehr brauche ich nicht. Ehrlich gesagt. Einen letzten Blick noch ohne Wimpern. Ich werde jetzt gleich aussteigen. Der Baba wird euch dann mitnehmen zum Leergut zurückbringen. Oder was machst du jetzt? Leergut zurück? Nee. Wir schauen mal viele Pflanzen anschauen. Er wollte eigentlich was kaufen, aber also auch Leergut zurückbringen, was kaufen, aber der Baba braucht meine Karte dazu und
der hat sein Handy nicht mit. Und du brauchst dein Handy mit. Und ich brauche mein Handy, oder? Okay. Ja. Na gut, also bis gleich, mein Lieben. Tschüss. Hallöchen, meine Lieben, auch von mir. Ja, die Mama ist gerade ausgestiegen und ich bin jetzt beim Müller, denn ich brauche von Müller ein paar Räucherstäbchen. Ich benutze die Räucherstäbchen, wenn wir am Abend im Garten sitzen, gegen die Gelsen. Die kommen nämlich dann nicht mehr. So, meine Lieben, ich bin jetzt mit Einkaufen fertig. Ich zeige euch, was ich von Müller gekauft habe. Ich habe drei Räucherstäbchen gekauft. Einmal mit Rosenduft, einmal mit Weihrauch und der andere ist mit Mystik. Dann habe ich noch ein Gläschen Hummus gekauft von Alnatura, vegan. Ich glaube, das gibt keinen Hummus, der nicht vegan ist, oder? Und dann auch noch für unsere pelzige Kinder habe ich so Kauknochen gekauft mit Entenfleisch. Ja, ich glaube, das hat 2,50 Euro gekostet, nicht so viel. Ich glaube, die werden sich sicher freuen. Die Mama ist wieder da. Ihr wird sicher nicht erkennen. Schon ist dezent und nicht so krass. Ja. Ich fühle mich wieder frischer, weil ich schmink mich nicht so gerne in der Schwangerschaft, vor allem jetzt, wenn es so heiß ist. Und mit Wimpern fühlt man sich gleich ein bisschen hübscher. So, wir fahren jetzt noch kurz zum DM. Die Mama will noch von dem was kaufen, weil irgendwas ist sicher ausgegangen. Oder wenn nicht, dann findet sie irgendwas zu kaufen. Ich habe einer in der Insta-Story gesehen, dass Bartfärbemittel urgut für Augenbrauen färben ist. Wieso soll man die färben? Hä? Es gibt Männer, die sich den Bart färben lassen. Ich glaube, ich habe nicht nur die, meine ist bunt genug. So, und dann fahren wir noch zu Merkur, Leergut abgeben und der Mama Bier kaufen. Ein Malzbier kaufen. Mama sauft sich an. So lecker das Malzbier, das hat sogar Folsäure drin. Das braucht bitte für eine Schwangerschaft. Das nur das Beste. Oh oh. Oh oh. Wir sind okay, Mama? Ja. Wir sind jetzt schon beim Leergut. Also sehr gut abgeben und dann Sachen holen. Müssen wir noch irgendwas kaufen? Nur Bier. Für dich. Also Malzbier. Malzbier. Die Milchflaschen. 22 Cent. Na servus. Die Mama will auch reingehen, oder? Ja, ein Kind. Dir macht es auch Spaß, oder? Magst du? Nein. Komm. Nein. Ich hab ja ein Kind auch. Du auch. Na. Ich frage nur einmal noch, Max. Na. Okay. So, das ist mein Malzbier. Das schmeckt urlecker. Jetzt machen wir los und das. Ein Wasser nehme ich mir noch. Sonst noch irgendwas, Schatzi? Du, Bier? Nee. Brauchst du no. kein Wagon-Kreisbier? No. Na dann, let's go. Ich habe genug zu Hause noch. So, ich war jetzt noch kurz beim DM allein und ich habe dem Papa eine Bartbürste mitgebracht. Ah, das ist echt cool. Siehst du, Papa? Danke, Mann. 10 Euro hat es gekostet. Aber danke, Dreckschöckchen. Aus echt Holz, die reinigt gut. Gut, schau mal, wie viele Hautschuppen daraus fallen. Das war in der Bürste drinnen. Nein, Scheiß. Aber ich nehme immer ein bisschen trockene Haut. Ja. Schau, wie gut das ist mit der. Die rein, und sie reinigt auch. Und dann habe ich mir für mich. Du bist die beste Mama, danke. Beste Mama ever. Von Balea so eine feste Duschseife gekauft. Fresh and Fruity, Melonenduft mit Granatapfelöl. Und ich habe die genommen, weil die hat so ein Ding dran. Da kann ich sie in der Dusche halt aufhängen. Und dann habe ich mir noch so einen Nagellack-Entferner gekauft mit Aceton. Diese Bart-Haarfarbe gibt es in Österreich nicht, nur in Deutschland. Noch eine Bartfarbe. Das wäre nicht für dich, sondern für meine Augenbrauen. Wir sind wieder zu Hause angekommen und ich habe mich jetzt kurz ins Büro gesetzt, weil das ist das kühlste Zimmer im ganzen Haus. Und unser Schlafzimmer eigentlich, wenn wir die Jalousie nicht hochmachen. Ich sag's, ich habe ständigen Dauerdurst und vor allem bei der Hitze. Der Papa hat jetzt zum Kochen angefangen. Für mich macht er nur so Teigtaschen, das sind so tiefgefrorene Gyoza-Teigtaschen, kennt ihr bestimmt, das sind so chinesische Art. Und für ihn und Patrick kocht er was Veganes, irgendwas mit Pak Choi und so.
weiß nicht, was er den Kleinen dann gibt. Da haben wir eigentlich noch Suppe. Wir haben mich gestern so eine Brokkoli-Cremesuppe gemacht. Mal schauen, ich frage ihn mal schnell. Kochst du jetzt Mais? Dann essen die Mais. Was? Die essen dann bestimmt Mais, die Minis. Die Minimäuse. Und da drin sind meine Teigtaschen. So, während der Papa noch ein bisschen vorbereitet für sein Essen, weil dann gebe ich ihm die Kamera, dann kann er ein bisschen euch mitnehmen. Und ich werde mir so also ein bisschen meine Nägel vorbereiten, also so ein bisschen die Haut weg, lasern wollte ich jetzt sagen, fräsern und so ein bisschen die Haut vorbereiten. Ich habe da auch so einen echt coolen Nagelhautschieber, der hat so eine coole Rainbow-Farbe, also so eine, heißt das Rainbow? Holo? Keine Ahnung. Da schiebe ich immer so ein bisschen die Haut zurück und bereite jetzt meine Nägel so ein bisschen vor. Ja. Ich habe mal die Kamera, die Mama mal kurz weggenommen. Ich glaube, da habt ihr genug vom Nägel gesehen. Und jetzt sind wir in der Küche. Also zum Mittag gibt es heute ein veganes Gericht und auch noch Mais. Der Patrick ist auch schon da in der Küche und schneidet schon das Gemüse klein. Also relativ klein. Und ich setze mir auch kurz am Tisch hin und helfe der Patrick. Also, wir machen das gemeinsam. So, meine Lieben, unser Mittagessen ist fertig, schaut so aus. Wunderbar, ich habe das noch nie probiert, aber wie es aussieht, ist sicher lecker. Hey, meine Lieben, lange Zeit nicht mehr gevloggt. Was haben wir gemacht? Ich glaube, der Baba hat gefilmt, wie er gekocht hat. Ja, Emmy! Ja, Emmy! Ja, was willst du denn? Boah, dieses Tor nervt! Moment. Kriegt es nie gescheit zu. Ich sag's euch, dieses System nervt mich. Vor allem, wenn es dreht sich dann immer so deppert. Ah! Sorry. Auf jeden Fall. Oh Gott, mein Kleid rutscht. Auf jeden Fall haben wir nach dem Mittag, nach dem Essen. Ich war so müde, ich war so schlapp. Ich glaube, ich muss mal mein Eisen checken. Auf jeden Fall bin ich jetzt kurz rausgegangen, weil der Papa, der ist jetzt unter die Bauarbeiter gegangen. Ja? Was hat der Papa gesagt? Schaut mal, der Papa, der gräbt hier schön lustig. Das ist, das ist jetzt dein neues Hobby, graben. Auf jeden Fall, kurze Erklärung. Unser Anschluss ist leider falsch, also unser Badewasser. Kanalabschluss, Kanalanschluss. Ja, naja, unser Badewasserkanal. Ja, genau. System. Ja, also Geschirrspüler, Küche, Badewanne, alles. Und Badewanne, außer WC. Außer WC, ist falsch gelegt worden in die Regenrinne. So haben wir das Haus schon gekauft. Wir besitzen es schon 10 Jahre. Und sie sind erst jetzt drauf gekommen, dass das falsch ist natürlich und wir haben es auch nicht gewusst, deswegen ja, müssen wir das jetzt umgraben, weil wir müssen jetzt, der Bauer muss das so graben und dann hier zu diesem Schacht drüber, da geht nämlich unsere Toilette und alles mögliche, also der
Kinderbereich unten ist hier und die Toilette geht hier rein und jetzt müssen wir alles da reinbringen. Und das heißt, der Papa muss hier alles aufgraben. Diesen Spaß hatten wir schon mal vor 10 Jahren, als wir hergezogen sind. Da hat er nämlich von da bis da und nochmal weiter bis zum Klo, oder? Bis zum Badezimmer. Also diesen ganzen Bereich bis dort zum ersten Badezimmerfenster. Und da hat er alles 2 Meter tief gegraben. Musst du jetzt auch hier 2 Meter tief? Hier war 4 Meter tief. Pff, 4 Meter. Musst du jetzt auch 4 Meter runter? Nein, aber 3 Meter sicher. Boah, die Luisa hat aber auch Lust mit Papa hier bei der Erde zu spielen, gell? Ich weiß nicht, wo diese scheiß Rohr ist. Du musst vorsichtig graben, oder? Ich glaube, es ist hier irgendwo. Das wird ein Spaß. Naja, auf jeden Fall, wie ihr seht, ist der Papa gut beschäftigt. Ah, der Patrick hilft. Ich habe der Patrick jetzt gebeten, ob er den Geschirrspüler ausräumen kann und einräumen kann. So, meine Lieben, wir haben jetzt nicht mehr großartig gefilmt, also gevloggt. Der Papa hat da ein bisschen noch gegraben. Und ja, ich bin dann ins Haus gegangen und habe noch ein bisschen eine Serie geschaut. Luisa weint jetzt gerade, ich muss jetzt zu ihr und sie schlafen legen. Und ich bin zu nichts mehr weitergekommen. Keine Nägel mehr gemacht, nichts mehr. Ich war immer so müde. Aber vielleicht mache ich das morgen. Aber wie gesagt, jetzt weint die Luisa, deswegen werde ich jetzt den Vlog beenden und sie mal schlafen legen. Und wir sehen uns dann morgen, meine Liebe. Ich nehme mich dann mit. Ja, wenn die Mutti 2 Tage oder 3. Ich glaube, 2 Nächte, 3 Tage. Ich glaube, wenn es Urlaub macht. Auf jeden Fall, ja. Bis dann.